Wir wollen heute einfach mal ein Video machen, wo ich euch so ein kleines Langzeit-Fazit gebe zu meinem Ranger. Wildtrak ist jetzt die aktuellste Generation. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob so ein Pickup in Deutschland wirklich Sinn macht oder ob das einfach absolut überdimensionierte, unnötige Autos sind? Wir fahren ein bisschen Offroad, Onroad und ich sage euch, was mir an dem Ding gefällt und was mir nicht gefällt. So, ich habe mir mal hier noch jetzt die Actioncam umgemacht. Ich hoffe, ihr könnt POV ein bisschen was sehen. Also ich denke, wir fangen am besten relativ entspannt halt an. Mit dem Ganzen hier. Ich finde eigentlich, der hat wirklich eine optimale Traktion. Ich denke, das ist auch für das Gimbal jetzt gar kein Problem. Dann fahren wir mal entspannt weiter hier. Also das Ding ist wirklich gut zu bewegen, muss man ehrlich sagen. Macht halt wirklich Spaß, ne? Also ich bin jetzt noch nicht so mega oft Offroad gefahren, aber hier auch die Pfützen und so, ist wirklich kein Problem für das Teil, ne? Ich meine, für sowas ist er auch gebaut. Wird wahrscheinlich gleich aussehen wie Sau. Es ist auf jeden Fall klar, Offroad-Tauglichkeit ist da. Während wir zur nächsten Location fahren, würde ich sagen, gebe ich mal ein paar generelle Punkte jetzt zu dem Auto. Also ich habe den Wagen als Neuwagen bekommen vor circa 2 Monaten. Es sei direkt dabei gesagt, das ist ein Kooperationsfahrzeug mit Schröder Teams. Also wer da Interesse hat, checkt mal Schröder Teams aus. Die haben auch immer geile Angebote für Ranger, wenn ihr nach dem Video selber einkaufen wollt. Auf jeden Fall habe ich ihn als Neuwagen bekommen, selber eingefahren. Das heißt, ich kann ein bisschen was dazu sagen, habe auch schon viel getestet und würde jetzt mal ein paar positive und negative Punkte in diesem Video aufzählen. Das Ganze machen wir. Wir fahren jetzt gleich aber zu einer Location, wo wir auf jeden Fall mal die Fahrmodi austesten können. Das ganze Ding hier ist nämlich auch einer der positiven Punkte, würde ich sagen, sehr individuell einstellbar. Das heißt, wir haben sehr viele verschiedene Fahrmodi. Viele davon habe ich noch gar nicht getestet, weil wir haben Sommer. Es war jetzt natürlich noch kein Glatteis oder sonst was. Und wir haben auch einen Modus für Sand. Den werden wir gleich auf jeden Fall testen. Wir haben hier nämlich eine schöne Sandkuhle und da werden wir gleich einfach mal reinfahren. Ich würde sagen, bis wir da sind, kommen wir aber erstmal zu ein paar positiven Punkten. Ganz klar, meiner Meinung nach, mit einer der größten positiven Punkte auf jeden Fall die Optik. Oder was sagst du? Auf jeden Fall. Ja, ne? Also das Ding ist, egal ob man Pickup-Fan ist oder nicht, auf jeden Fall ein Hingucker. Vor allem von vorne, wir haben jetzt ja noch Verbreiterung dran, AT-Bereifung und Spurplatten. Das macht natürlich noch mal ein bisschen was aus. Aber optisch ist das Ding wirklich ein Hingucker. Also im Vergleich zum Vorgängermodell richtig geil geworden. Auch Innenraum top verarbeitet. Auch einer meiner Favorite-Punkte, definitiv das neue Infotainment. Ist einfach richtig geil. Du hast halt ein super großes Display. Du hast Wireless CarPlay von Apple. Ich denke mal auch Android Phone. Das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Das ist schon wirklich richtig geil, ne? Da alles individuell einstellbar. Das finde ich wirklich, wirklich gut. Also wir testen jetzt mal nochmal die Offroad-Fähigkeit im Sinne von ja, Traktion behalten. Also Traktionsverlust haben wir ja schon festgestellt, ist möglich. Jetzt bin ich im Geländemodus. Das heißt, wir haben jetzt den Vierradantrieb an. Wir haben hinten gesperrtes Heckdifferential und ich habe ja eh eine AT-Bereifung drauf. Das heißt, ich denke, es sollte kein Problem sein. Wir probieren es aber mal aus und werden einfach mal fahren, ob wir hier auch mit etwas, ja, sag ich mal, höherer Geschwindigkeit vernünftig durchfahren können. Also meiner Meinung nach, ich habe es ja schon ein, zwei Mal getestet, meiner Meinung nach fährt sich das Ding auf Schotter, auf Schlamm und sonst was fast 1:1 wie auf Asphalt. Also gerade mit AT-Bereifung merkt man da keinen großen Unterschied. Also ich finde, das ist wirklich richtig geil. Und wenn man bedenkt, dass das hier nicht der Raptor ist, das heißt, wir haben Blattfedern hinten drin, dann ist das eigentlich wirklich brutal. Also wer ein bisschen ländlich wohnt, wer Bock hat, mal so ein bisschen ja, über Feldwege zu fahren, über Schotter. Ich meine, wir sind hier jetzt echt nicht super langsam und das fährt sich wirklich wie Asphalt. Wenn wir mal stärker bremsen, oder? Also es ist doch, also jetzt sag mal ehrlich. Sehr gut, ja. Wenn du dir jetzt das vorstellst mit einem, keine Ahnung, einem Coupé oder einem Kleinwagen oder sonst was, Alter, da wäre die Hölle los hier. Da wäre absolut die Hölle los. Wir gehen mal aus dem Geländemodus nochmal wieder raus und fahren mal im ganz normalen Modus den gleichen Weg nochmal zurück. Einfach nur, um mal zu testen, ob wir da jetzt einen riesen Unterschied feststellen oder nicht. Wir gehen jetzt auch nochmal auf Heckantrieb. Kann man auch, glaube ich, bis 110 km/h oder so umstellen im Fahrbetrieb. Also das ist wirklich geil. Und wenn man dann im Eco-Modus ist und nur Heckantrieb fährt, da sind wir auch schon beim nächsten Pluspunkt, dann hat man auch einen echt guten Verbrauch, weil du hast hier ein 10-Gang Automatikgetriebe drin, was sich super entspannt fährt. Du kriegst von den Schaltvorgängen nicht so viel mit, wenn du normal fährst. Nur nebenbei jetzt hier, auch so im normalen Modus, fährt sich jetzt nicht groß schlechter hier, oder? Also merkt man eigentlich nicht. Was ich sagen wollte zum 10-Gang Getriebe, das Geile ist halt, du hast wirklich einen einigermaßen soliden Verbrauch hier mit dem Diesel.
ich verbrauche so 8,9 bis 9 Liter kombiniert. Also Landstraße und Innenstadt, Autobahn fahre ich eher weniger. Das finde ich für so ein riesen Auto und so ein schweres Auto wirklich völlig in Ordnung. Ne? Also völlig in Ordnung. Noch ein weiterer Punkt, der mir eingefallen ist, die Windanfälligkeit. Als ich die Karre bekommen habe, hatte ich wirklich ein bisschen Sorge, dass so Autobahn und so super unentspannt wird, weil ich kenne das von älteren Generationen des Rangers. Ich habe ja damals bei Ford gearbeitet und bin die daher öfter gefahren. Dass halt schon die Windanfälligkeit ab 100, 130 echt unangenehm ist, bei dem absolut gar keine Probleme. Ich kann es nur auf das Rollo hinten zurückführen, also die Ladefläche bei mir ist komplett dicht abgeschlossen. Und ich glaube, dass es daran liegt, weil selbst wenn wir hier die Höchstgeschwindigkeit fahren, das müssten 185 km/h sein, also schneller habe ich noch nicht geschafft. Ich glaube, der ist da abgeriegelt, tut sich aber ab 170 auch generell recht schwer, dann irgendwie Geschwindigkeit aufzubauen. Also selbst mit 185 km/h hast du hier keine große Windanfälligkeit. Also da hat man mit einer G-Klasse oder so zum Beispiel wesentlich mehr Windanfälligkeit. Also das ist wirklich top. Und so auch auf Landstraße und so fährt sich wie ein ganz normales Auto, nicht wie ein Pickup. Also wie ihr seht, ich bin jetzt immer noch im Heckantrieb, der fährt hier ohne Probleme hoch. Es ist schon relativ steil, man kann es wahrscheinlich im Video nicht so sehen. Wir sind jetzt hier gleich bei einer Sandkuhle und da werden wir jetzt gleich mal testen, wie die verschiedenen Modi so fahren und ob ich da überhaupt einen Unterschied merke oder nicht oder ob sich da eigentlich nur der Allradantrieb umstellt. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Ist aber auch hügelig, Alter. Boah. Wir steigen jetzt aber als erstes gleich noch mal einmal aus. Da fahre ich jetzt mal am besten nicht direkt in den Sand, weil sonst haben wir gleich komplett dreckige Schuhe. Und sprechen noch mal über einen weiteren Punkt, aber den will ich euch lieber von draußen zeigen. Ich glaube, hier müsste es passen. So, dann steigen wir mal aus. Ich mache meinen komischen Brustgurt hier gleich mal ab. Boah, Junge, meine ganze Wade, Alter. Junge. Komplett dreckig, Alter. Scheiße. Ich mach mir erstmal hier meine Zwangsjacke ab. Wir kommen jetzt zu dem erstmal letzten positiven Punkt, der mir gerade so einfällt. Also all in all ist das ein super Auto, ne? Versteht mich bitte nicht falsch. Positiver Punkt, der letzte, Platz. Also innen drin, der Fahrer sowie der Beifahrer haben unnormal viel Platz. Also ich kann das nochmal zeigen, wenn man hier guckt. Der Sitz ist jetzt nicht so mega weit hinten, aber unten im Fußraum, da passt locker so ein ganzer Einkaufskorb noch rein. Ne? Also das ist wirklich groß. Ich bin vor kurzem umgezogen, ich habe da einen Elektrogrill transportiert im Fußraum vorne. Das sollte schon einiges aussagen. Und auch auf der Rücksitzbank ist genug Platz, dass du wirklich mit 5 Leuten komfortabel fahren kannst, meiner Meinung nach. Ist gar kein Problem. Einziger Punkt, der da wiederum ist, ich würde mir ein bisschen mehr Stauraum unter den Sitzen wünschen. Da sind nur sehr kleine Fächer, das hätte man vielleicht schöner lösen können. Dann haben wir natürlich noch eine große Ladefläche. Die kann ich euch auch mal einmal zeigen. Alter, das Ding ist so dreckig, ne? Ey, mir graut schon so, das sauber zu machen. Ich sag's dir ehrlich. Also, wir haben hier eine relativ große Ladefläche. Ich glaube, mit dem Raumtrenner, der da drin ist, kriege ich maximal irgendwie 1,50 oder so in Länge drauf. Das Positive daran ist, du kriegst unfassbar viel Kleinkram da drauf. Also gerade jetzt bei mir beim Umzug, die ganzen Kartons, Kleinkram, das ist wirklich richtig geil. Ne? Und es ist auch beim Regen relativ dicht. Wenn er steht und es regnet lange drauf, dann läuft das Wasser hinten rein. Aber beim Fahren ist es relativ dicht und auch windgeschützt. Also selbst wenn die Ladefläche offen ist, fliegen euch die Sachen jetzt nicht unbedingt sofort raus. Ist mir schon passiert, weil ich einmal aus Versehen die Ladefläche offen gelassen habe und dann zum Glück nichts weg war. Da sind wir auch schon beim ersten negativen Punkt. Die Ladefläche ist trotzdem total unpraktisch. Weil wenn ich was transportieren will, was ein bisschen länger ist, dann kriege ich das da einfach nicht rein. Also beim Umzug, so kleinere Schränke oder so, die habe ich mit meinem Fiesta transportieren können, aber hier nicht. Weil wenn du beim Fiesta die Sitze umklappst, dann passt da mehr rein als hier in der Länge. Und jedes Mal den Raumtrenner auszubauen oder das Mountainrollo abzubauen, das macht ja keiner. Ne? Das heißt, da... ist vielleicht praktisch, aber nicht für vieles. Wenn ihr das richtig nutzen wollt, dann braucht ihr eigentlich einen F-150 oder ihr müsst es hier offen lassen und dann mit Spanngurten immer sichern, was für mich nicht alltagstauglich ist. Da sind wir auch schon beim nächsten Negativpunkt. Die Karre hier ist unfassbar scheiße zu waschen. Also ihr seht es ja jetzt, wir sind ein bisschen Offroad gefahren. Das Ding sieht wirklich absolut aus wie die Sau. Und durch die Trittbretter beim Aussteigen kommst du sofort mit deinem Bein da dran. Wenn du eine lange Hose anhast, ist Game Over. Also wirklich, so wie der jetzt ist, wir müssen den morgen sofort waschen, sonst kannst du den nicht mehr benutzen quasi im Alltag.
Ne? Warum ist er so scheiße zu waschen? Die meisten Waschstraßen, wenn man in die Waschstraße fahren will, was bei mir eigentlich auch nicht unbedingt der Punkt ist, lassen so ein Auto nicht zu. Weil die erstens sagen, die Sensorik hat Probleme mit der Ladefläche. Und die sagen, ja okay, mit Mountainroller würde gehen, sagen Probleme mit Trittbrettern. Dementsprechend bleibt dir nur die Handwäsche. Und Handwäsche bei so einem großen Auto, wo du nirgendwo dran kommst, und ich bin schon recht groß, ist nicht ganz so geil. Dauert recht lange, ist recht aufwendig, aber wenn er dann sauber ist, dann sieht er halt leider sehr geil aus. Also wir probieren jetzt mal die verschiedenen Modi aus, wie man das sieht. Ich glaube, diese Dimensionen kommen gar nicht rüber auf Kamera, denke ich mal. Aber diese Sandkuhle hier ist unfassbar groß. Wenn ihr mal schaut, die Bäume, wie hoch sind die wohl? 15 Meter? 20 Meter? Circa? Ja, 20. Ja, und wenn man dann schaut, die Sandgrube, ich würde sagen 35 Meter Höhe. Also das ist schon wirklich heftig. Wir haben ja aber auch ein paar Auffahrten, weil hier sonst auch Mountainbike-Geschichten halt stattfinden. Wir probieren das jetzt mal aus hier, machen gleich mal den Sandmodus rein und ja, schauen mal, wie der hier performt. Und wir hoffen, dass wir nicht stecken bleiben und uns mal rausziehen lassen müssen. Aber ich bin da guter Dinge, dass das klappt. Wir steigen mal ein. Dingen hier wieder ummachen. Nein, ist auch so eine Scheiße. Ich wette, man kann nicht mal richtig was sehen am Ende, weil es einfach nicht hoch genug ist. Es muss auch im Video richtig cool aussehen, dass ich die ganze Zeit so eine Zwangsjacke hier anhabe. Da auch weiterer Negativpunkt. Bei jedem Starten müsst ihr Start-Stopp und Spurhalteassistent ausmachen und das fuckt richtig ab. Aber Pluspunkt fordert dafür einen Knopf am Lenkrad, den man nur zweimal drücken muss. Ich zeige euch mal einmal die verschiedenen Modi, die wir hier jetzt haben. Also wir haben halt den normalen Standardmodus, dann haben wir den Eco-Modus, den fahre ich eigentlich im Alltag immer. Ist recht spritsparend, hat nur Heckantrieb, aber trotzdem gute Leistung. Dann haben wir einen Modus nur für Anhänger. Dazu ist natürlich dieses Auto ja auch prädestiniert, nutze ich aber nicht. Daher gebe ich euch dazu auch kein Feedback, weil das macht gar keinen Sinn, dass ich da was zu sage. Dann haben wir hier rutschig für Schnee und Eis. Dann haben wir Schlamm und Spur, den habe ich vorhin benutzt. Da schaltet das Getriebe direkt in 4x4 um und sperrt das Differential hinten. Und dann haben wir noch den Modus Sand. Und den werden wir jetzt, würde ich mal sagen, hier mal austesten. Fahren wir mal und hoffen einfach, dass wir nicht stecken bleiben. Vielleicht nochmal D einlegen, ne? Geht mal vorwärts. Also ich habe halt keine Ahnung, wie hart dieser Sand hier ist oder wie hart nicht. Bist du schon mal in deinem Leben über Sand gefahren mit dem Auto? Bisher nicht. Ich auch nicht, ne? Vorhin hat es geregnet. Also fährt eigentlich relativ... Ich glaube, ich bleibe am besten nicht stehen. Ja, man merkt aber schon, dass der im Graben ist, ne? Ja. Ich würde sagen, wir probieren mal hier so ein bisschen hochzufahren. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier zu viel will, aber wir probieren es mal. Aber das geht alles easy. Das geht schon. Vielleicht mal mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit hier mal durch. Also ich glaube, erstmal die Ölwanne abreißen jetzt, gar keinen Bock. Okay, wir sind nicht aufgesetzt, also Bodenfreiheit scheint auch da zu sein. Aber es geht aber, oder? Auf jeden Fall. Also so ein bisschen in der Mitte da beim Sand hat man schon ein bisschen so das Gefühl, er hat so ein bisschen Schwierigkeiten, oder was heißt Schwierigkeiten, aber er ist schon ein bisschen am Graben, aber wenn man hier so hoch fährt, dann funktioniert das schon eigentlich echt ganz gut. Ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen Arschwasser da jetzt irgendwo mehr hochzufahren. Ja, aber das funktioniert gut hier. Aber Spaß macht es auf jeden Fall. Also da kann man wirklich sagen, was man will. Egal wie dreckig die Karre dadurch wird, es macht einfach Bock, hier irgendwo reinzufahren, wo du normalerweise niemals auf die Idee kommen würdest, mit dem Auto reinzufahren. Oder? Auf jeden Fall, ja. Also das ist schon nicht verkehrt, Alter. Rückfahrkamera haben wir natürlich auch, funktioniert auch einwandfrei. Außer ihr lasst, so wie ich manchmal, einfach aus Versehen die Ladeklappe offen und fragt euch dann, warum ihr den Fahrzeugunterboden in der Rückfahrkamera sehen könnt. Das Einzige, was bei der Rückfahrkamera ist, wenn man im Dunkeln damit fährt, dann leckt es so ein bisschen. Aber gut, kann man vielleicht dem Ganzen nicht verübeln. Ich würde mal noch mal einmal hier auf Zweirad umschalten und gucken, wie das ist. Das ist in diesem Drive-Mode nicht verfügbar, sagt er. Gehen wir mal auf Normal und dann auf Heck. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass hier ein bisschen, die aber nicht so tief in den Sand jetzt reinfahren.
Und das merkt man aber krass, oder? Also es ist nicht so ein Vortrieb jetzt. Also das merkt man krass. Also das hätte ich nicht gedacht. Weil vorhin auf diesen matschigen Straßen, sage ich dir ehrlich, war es kein Unterschied, ob Heckantrieb oder Allrad. Aber hier dieser Sandmodus, im wirklichen Sand, Unterschied wie Tag und Nacht. Da gehen wir nochmal in den Sand, testen nochmal einmal da vorne und ich glaube, dann haben wir da auf jeden Fall einen guten Einblick. Wir können den Wagen auch mal hier so schräg hochstellen, dann kann man vielleicht mal ein cooles, einfach mal von außen mal zeigen, wie das aussieht. Mhm. Ich weiß nur nicht, ob der sich da halt auf der Schräge hält, ne? Wie viel Vertrauen hast du in deine elektrische Handbremse? Also, dass der hier jetzt so rückwärts hochfährt, ne? Sag ich dir ehrlich, finde ich beeindruckend. Junge, guck mal, wie steil das ist. Mhm. Wenn der jetzt die Parkbremse hält, traust du dich hier auszusteigen? Steig du mal aus, ich bleib mal lieber sitzen. Ich halte mal Bremse gedrückt und dann zeig das mal von außen. Also ich bleib mal, aber also der hält den eigentlich. Puppe, brauchst du eine Mitfahrgelegenheit oder was? Ja. Ich probiere da nochmal mit Heckantrieb. Ja, vielleicht driftet der hier auch. Ja, wahrscheinlich. Hier raus kommst du auf jeden Fall. Ja, ja. Also mit Heckantrieb keine Chance. Dieser Sandmodus im wirklichen Sand, Unterschied wie Tag und Nacht. Ich lasse es jetzt besser, ich will nichts riskieren hier. Ich würde sagen, hiermit beenden wir gleich das Video, aber wir gucken uns erst nochmal an, was wir hier überhaupt verursacht haben. Das Auto ist wirklich unfassbar dreckig. Also das habe ich persönlich so noch bei keinem Auto, was ich jemals besessen habe, geschafft. Das ist wirklich krass. Ich bin auch noch nie in meinem Leben so Offroad gefahren wie heute. Hat aber unfassbar Spaß gemacht, oder? Auf jeden Fall. Also es war echt mal was Geiles, eine geile Erfahrung. Das Ding sieht wirklich aus wie Sau. Wie gesagt, einer der Negativpunkte, es ist absoluter Pain, das sauber zu machen. Da haben wir uns aber überlegt, damit ihr das einfach mal seht, wie das dann am Ende halt wirklich ist, wenn man es sauber machen muss, machen wir einen zweiten Part von diesem Video und nehmen euch morgen früh mit, wenn wir die Karre sauber machen, weil es ist jetzt schon 22 Uhr, das heißt ein bisschen spät, um jetzt noch irgendwo zu waschen. Wir machen das morgen, wir nehmen euch mit, zeigen euch das. Wir sind jetzt hier auch gerade nicht in Bielefeld, das heißt, ich habe kein großes Equipment dabei, nur ein Trockentuch und den Felgenreiniger. Das heißt, wir müssen alles aus der Waschbox nehmen, sprich kein Eimer, keine Lappen, nichts. Das wird nicht optimal, aber wir gucken mal, ob wir es trotzdem sauber kriegen. Ich würde sagen, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Karre haltet, ob ihr selber Erfahrung habt, selber so ein Ding fahrt. Ich würde sagen, an sich ist es ein alltagstaugliches Auto mit ein paar Einschränkungen, vielleicht von Parkhäusern. Wenn man aber wirklich mal Spaß haben will, dann ist es auf jeden Fall die richtige Karre. Daumen nach oben, Kommentar schreiben, Kanal abonnieren und wir sehen uns beim Part 2. Haut rein! Mahlzeit, Freunde. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob so eine Custom Street Bob, in der mittlerweile über 40.000 Euro drinstecken, wirklich besser fährt als so eine serienmäßige Street Bob von Harley-Davidson? Wir werden das Ganze testen.